Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Heute ist Donnerstag und leider, leider morgen fliegen die beiden schon wieder zurück. Wir haben ja Besuch hier von meinem Töchterchen und einer sehr guten Freundin, Gandana und Hanana. Und mit denen haben wir natürlich in den letzten knapp 3 Wochen auch etliche Touren gemacht. Es gibt ja auch schon einige Videos zum Goldenen Dreieck, nach Chiang Rai. Diverse Videos habe ich ja schon gemacht mit den beiden. Eins haben die zwei ja sogar vertont. Und dieses Video hier ist jetzt quasi so ein Mischmasch von allerlei kleineren Aktionen, die wir zwischendurch gemacht haben. Bei weitem nicht alles. Da fehlt noch das Weiße Kloster hier vor Ort und irgendwelche Aussichtspunkte. Da gibt es aber zu allem eigentlich auch schon Videos zu. Ich wollte jetzt hier mit dem Video nicht so Orte zeigen, sondern die beiden mal so ein bisschen interviewen, wie es ihnen gefallen hat, und die sollen einfach mal zu dem einen oder anderen Ort erzählen, ja, wie sie es fanden, was sie erlebt haben. Vielleicht ist das für manche Besucher dann auch eine Inspiration, wenn die mal hier in die Gegend kommen, zu sagen, das will ich sehen, das will ich nicht sehen. Sonst habt ihr ja immer nur meine Wahrnehmung. Ich bin halt ein alter Mann, da sind 2 junge Mädels, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung. So ein paar Cloud unterwegs. Da war die ein Stück hinter uns und hat fotografiert. Wir haben angehalten, schwupp war sie vom Sattel runter und hat irgendwelches Obst geerntet. Das ist die Strecke oben auf dem Berg, nicht zu dem Café, sondern zu dem anderen Spot, wo wir waren, wo wir dann Kaffee getrunken haben, wo es mehrfach extrem geschifft hat zwischendurch. Ist ja landschaftlich anders wie hier. War das die, wo der Kaffee von Starbucks angebaut wird? Nee, ah. Da wo wir gestern waren. Ah. Achso. Ja. Da lag eine Kuh. Nicht nur eine. Einige Kühe. Einige Kühe, ja. Wie war das mit Beifahrer da hinten drauf hochzugucken? Interessant. Reicht da diese, was, wie viel Kubik hat die? 125. Reicht eine 125er zu zweit da hoch? Also es hat ja offensichtlich gereicht, ja, wir sind wieder da. Reicht, aber wenn man, also... Sag die Zeichen. Mehr wiegen sollte man sich schon eine größere Maschine. Ich muss mich an bei dieser Stelle gerade mal dir Gandhi bedanken, dass du mich immer so heil an die Orte gebracht hast. Oh, weißt du, wie auch knapp das teilweise war? Chiang Mai oder so. Dann hast du es sehr gut überspielt, ich habe nichts mitbekommen. Und ich einmal von der Straße runter. Oh, aber danke schön. Du warst auch ein sehr guter Beifahrer. Dankeschön. Ja, sehr schöne Aussicht. Ja. Zwischendurch sind wir ganz schön nass geworden da oben. Mhm. Aber dafür gab es ja diese riesen Plastiktüten, die man sich überstülpt. Ganz Körperkondome. Ja. Nur ich hatte keins. Du hattest eine richtige Regenjacke. Nee, bei der Tour hatte ich gar nichts. Ich bin nass geworden. Sondern mehr, würde man jetzt auf Thailändisch sagen. Da ist das Café, wo die Mädels in, man weiß es nicht, Schuluniform, Festtagskleidung. Das sah aber hübsch aus, diese weißen Kleider. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schuluniform weiß ist. Das macht irgendwie wenig Sinn, oder? Hm. Das war auf dem Weg zurück nach Hause und... Da vorne sieht man jetzt auch wieder Kühe, die uns über den Weg gelaufen sind. Und mit denen wir über den Weg gelaufen sind. Yes. Wie man sieht. Ja, bei uns, also bei uns in Deutschland, unvorstellbar, da oben völlig normal. Die Kamera ist aber auch ganz schön nass geworden. Ja. Und das Problem ist natürlich, wenn du eine Kuhkacke auf der Straße hast und hast dann Wasser drüber, das riecht Schmierseife. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig gefahren, da seid ihr mir ein paar Mal weggefahren. Und dann kommt noch dazu, dass ich natürlich mit der Mama auf dem Moped schwerer bin als ihr zwei. Das heißt, berg runter, wenn es steil ist, war es halt schwierig mit Bremsen. Ja, dann bin ich abgehangen. Habt ihr mich abgehangen. Wenn ich die Bremsen da 90% zu hatte, bin ich immer noch ziemlich flott unterwegs gewesen. Deswegen habe ich da ganz, ganz vorsichtig gemacht.
Wie findest du denn sonst Galanas Fahrstil? Gut, gut. Ich bin auch völlig begeistert, dass sie hier Auto gefahren ist, dass sie sich getraut hat, hier Auto zu fahren. Und sie ist ja gut Auto gefahren. Das sieht man ja in dem Video, wo wir im Goldenen Dreieck waren. Du bist ja auch viele Stunden gefahren. Das hat gut funktioniert. Ja, ich werde weiter merken. Das habe ich in dem Video gesagt. Aber das könnt ihr ja noch nicht gucken, ist ja noch nicht frei. Du kannst es sehr gerne nochmal erwähnen. Ja, ich habe es ja gerade erwähnt, dass du sehr gut Auto fährst. Hast du sehr gut gemacht, Kalender. Dankeschön. Das sind deine Drohnen-Videos. Also ich habe die Drohne geflogen und Ganana hat mir assistiert. Denn wenn Ganana geflogen wäre, wäre das ein Gesetzesbruch gewesen. Und sowas sagt man natürlich nicht bei YouTube. Logisch, genau, ne? Genau. Deswegen hat sie mir gesagt, rechts, links, hoch und runter, Knickknack, Sie wissen schon. Ja, da haben wir Glück gehabt auf dem Rückweg. War dann irgendwann mal so ein Zeitfenster, wo es nicht geregnet hat, wo das Wetter einigermaßen war, nicht zu windig. Dann konnten wir da auch nochmal fliegen. Ja, das war alles zusammen, waren das wie viele Minuten? 20 oder so. Ne? Das habe ich natürlich jetzt hier auf ein Minimum zusammengeschnitten. 13 mit 13. Start und Landung. Aber die Landung habe ich drin gelassen im Video, die seht ihr gleich. Aber schöne Aufnahme. Ja. Das finde ich eine gute Aufnahme. Da sieht man mal die verschlungenen Wege da hoch. Das ist halt auch so ein Tal da oben. Ich glaube nicht, dass da viele Touristen hochkommen. Das hat man ja gemerkt, der alte Mann am Café da oben, der war direkt heiß, auf uns in sein Auto zu laden, uns was zu zeigen. Der wollte sich was verdienen. Aber er meinte doch, dass im Winter mehr Touristen hochkommen. Genau, dann werden die von irgendwelchen organisierten Touren da hochgekarrt. Weil die Blümchen da sind. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Das war echt eklig in der Ecke da. Ja. Das war eine Kuhpipi-Ecke, da war alles voll Kuhpipi und es hat auch so gerochen. Kuhfladen. Aber man sieht ja, wie bewaldet das ist und du musst halt, wenn du die Drohne startest, irgendwo sein, dass die, wenn die Notlandung macht, also quasi Funkverbindung weg, Drohne kommt automatisch zurück, rundherum so viel Platz hat, weil das irgendwie nur auf 5, 6 Meter genau ist, dass die da nicht im Baum landet. Also du brauchst schon, sag ich mal, im Kreis 8, 10 Meter freie Fläche. Paar Meter weiter ist eine schöne Fläche gekommen, ohne Kubik und Kuhtracker, ne? Ja, ja, paar Meter weiter. Hinterher ist man immer schlauer, genau. Da war ein Teich, ein kleiner Mini-Teich. Der stand nur aus Kubik. Ja. Gut, dass du nicht da drin gelandet bist. Ich bin ja nicht gelandet, ne? Also, genau. Stefan da nicht gelandet ist. Also, dass du ihn nicht angeleitet hast, da drin zu landen. Genau. Oh. Ja, habt ihr nun mal festgehalten. Ja, wir haben festgehalten, ja. Ihr habt mir ja assistiert, weil ich musste ja die Drohne landen. Da war halt überall Grasbüschel und hohe Steine. Wenn du die Drohne darauf landest, dann kann es dir passieren, dass so ein Rotor weggeht. Das heißt, das habe ich beim Elli gelernt, da landet man die Drohne aus der Luft. Na, die will natürlich nach oben weg, die merkt sensormäßig, da ist was. Das heißt, jetzt hältst du die Hand runter, steuerst das Ding nach unten schlagartig in die Hand. Zack, wegdrehen, fertig. Ja. Da sind die Ganzkörperkondome schick in Gelb diesmal, passend zum Kuhpipi. Möchtest du was zu diesem wunderschönen Regenschirm sagen? So. Nö, eigentlich nicht. Sieht halt dämlich aus. Also ich muss. Ja, den hat der Elli mir geschenkt. Der ist toll, wenn viel Sonne ist, dann siehst du nichts. Das war ein paar Tage vorher. Da waren wir im Terrakotta-Garten. Genau. Eine antike Stätte, 40 Jahre alt oder so. Also da ist nichts alt. Ist in Lampun ein wunderschönes Café, gibt es ein eigenes Menü dazu. Ja, und dann sind wir da, zwar auf dem Weg nach Chiang Mai, haben wir da kurz angehalten und sind durchgelaufen. Genau, und haben zwischendurch noch ein Käffchen getrunken. Ja. Ja. Alles auf alt gemacht, ist aber nicht alt, hat aber, finde ich, nicht so einen Phantasialand-Charakter wie der Weiße Tempel. Irgendwie ist es halt ein schöner Platz und nicht so... Gut, es waren auch keine Busse mit Spaniern da.
Die kommen bestimmt noch. Ja, aber es war eine ganz schöne Matschepampe. Auch an dem Tag hat es wieder ordentlich geschifft. Es ist halt Regenzeit. Erst haben wir draußen gesessen. Fand ich auch cool. Der hat uns direkt Mückenspray gebracht. Und dann haben wir uns reingesetzt, weil es geregnet hat. Ja, und das Ding hat halt einfach Stil. Ja. Sieht echt toll aus. Du siehst auch echt toll aus. Du siehst viel toller aus. Wenn man im Glashaus sitzt und mit Steinen werft. Ich muss noch was von. Ja, das ist für den Urlaub das letzte Video, was wir zusammen gemacht haben. Morgen fliegt er zurück. Ja, leider. Sagt mal Resümee. War schön, hat sich gelohnt. Nee, er sagt jetzt was Falsches. Es war schön, hat sich gelohnt. Es war sehr schön und hat sich sehr gelohnt. Nee, war wirklich ein toller Urlaub. Wir konnten sehr viel sehen. Was war das absolute Highlight? Es gab, glaube ich, viele Highlights, dass ich mich nicht entscheiden kann. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest? Also ich fand die Fahrten durch den Dschungel alle toll. Ja, ich glaube, die Fahrten waren am besten da hinter Nonnen beim Bodo. Mhm. Das ist dann auch nochmal schön. Ja, Bodo haben wir ein eigenes Video zu gemacht. Das war auch eine sehr schöne Tour. Ja. Und der Burger. Der vegane Burger, der war echt super. Ja. Ja, ich lasse einen Link im Video da von dem Laden. Der war toll. Ja, dann vielen Dank. Dankeschön. Danke. Video ist zu Ende. Seid nett zueinander. Bleibt dem Kanal treu, empfehlt mich, macht den Daumen nach oben, teilt das Ganze auf Facebook und ja, ist ein bisschen mit einem traurigen Auge das Video zu Ende. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.